Wir machen heute ein kleines Sensory Exam am Kopf und am Gesicht. Du kannst dich dabei aber entspannen. Das wird eine ganz ruhige und entspannte. Als erstes ziehe ich mir mal Handschuhe an und untersuche ganz vorsichtig deine Kopfhaut. Genau, du musst jetzt erstmal gar nichts machen, bis ich dir dann sage, dass ich was von dir brauche, dass du dann den Test beantwortest. Aber jetzt schaue ich deine Kopfhaut erstmal nach Rötungen an, zum Beispiel. Oder sogenannte Aufquellungen. Alles, was jetzt schon mal auf eine neurologische Auffälligkeit schließen könnte. Noch sowas wie gerade Stellen natürlich. Geht es bei dir, oder? Wenn irgendwas ist, darfst du jederzeit Bescheid sagen. Bisher finde ich jetzt nichts Auffälliges. Immer sehr gut. Beginne ich mit dem ersten Test, weich und spitz. Das ist an der Kopfhaut manchmal gar nicht so leicht zu spüren. Das bedeutet, es ist jetzt auch überhaupt nicht schlimm, wenn da mal was nicht ganz stimmt. Genau, ich zeige dir erstmal an ein paar Stellen, wie es sich anfühlt. Und dann werde ich dich fragen. So. Das ist spitz. Das ist weich. Das ist spitz.
und das ist weich. So. Jetzt beginnen wir mit dem Test. Du sagst mir weich oder spitz. Wir testen trotzdem noch mal ein bisschen weiter. Spitz. Spitz. Super. Ich werde jetzt immer einen Bereich nach dem anderen abstreichen. Du sagst mir einfach, ob der Druck überall gleich war. Oder ob du zum Beispiel irgendwo mal eine Taubheit gespürt hast oder so. Okay. Erst am Schluss, das reicht völlig aus. Bereich 1. Bereich 5. Bereich 6. Bereich 7. War da alles gleich für dich oder gab es Unterschiede? Teste ich noch deine Kopfhautverschieblichkeit. Du kannst dabei ganz entspannt bleiben. Also die Kopfhaut ist auch sehr gut verschieblich. Spüre ich jetzt auch keine Verklebungen. So. Jetzt testen wir im Gesicht weiter. Mach was Ähnliches wie in den Haaren gerade. Ich werde jetzt entlang deines Gesichtes streichen. Du sagst mir, ob du irgendwo Unterschiede warst.
Hast du da Unterschiede gespürt? Nein, war alles klar. Sehr gut. Als nächstes nehme ich dieses Wimpernbürstchen und werde bestimmte Bereiche streichen. Und du sagst mir einfach, welcher Bereich, also Stirn, rechte Wange, linke Wange, Kinn. Okay. Nochmal das Kälteempfinden an. Das ist jetzt eigentlich genau das gleiche wie beim Berühren. Sich quasi entlang streiche und du mir dann sagst, ob es sich gleich angefühlt hat, gleich kalt war, ob es irgendwann mal verstärkt kalt war oder weniger kalt. Das ist aber ganz passt das so für dich? Gut, dann geht's jetzt los. Spitz. Sehr gut. Spitz. Weich. Ich werde jetzt nochmal am Gesicht die Verschieblichkeit testen. Die Verschieblichkeit der Muskulatur natürlich. Um zu gucken, ob da vielleicht Verspannungen im Kieferbereich sind. Also da merke ich zum Beispiel schon. Spürst du da?
nochmal hoch Richtung Schläfen. Jetzt zwar keine Störungen in Anführungszeichen der Sinne, aber die Muskulatur ist sehr hart am Kiefer. Ich guck mal hier weiter. Hier merkt man es auch so ein bisschen. Halsbereich. Da kann ich jetzt auch mal so leicht rein. Im Kieferbereich muss man immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu intensiv wird. Geht das bei dir? Wir heben hier ganz sanft an. Schau noch mal. So, also wie gesagt, ist tatsächlich von dem Sensibilitätstest alles in Ordnung. Keine Auffälligkeiten, aber man merkt im Kiefer und im Halsbereich hinten, merkt man schon eindeutige Spannungen, die man vielleicht mit manueller Therapie mal behandeln könnte.
Aber ansonsten ist alles gut. Ansonsten ist alles gut. Und wir sind fertig.